Ja, liebe Leute, weiter geht's heute im DFB-Pokal und weiter geht's heute mit dem Spiel gegen den Spielverein Unterhaching. Und ich habe mir so ein bisschen mehr überlegt, ob es möglich ist in der neuen für die Saison, oder wir wollen jetzt ja vielleicht nochmal einen neuen offensiven Mittelfeldspieler holen. Und das hat mich tatsächlich gestern, was ich so gesehen habe. Okay, das hat sich schon erledigt. Ah, scheiße. Ich hätte nämlich jetzt gerne verpflichtet. Für die kommende Saison, oder beziehungsweise für die Winterpause. Nein. Fahren wir denn überhaupt um? 6, ach, wir kriegen ja gut, wir kriegen noch ein bisschen Kohle von Mustafi und so. Aber ich lasse mir mal auf meiner Liste, vielleicht tatsächlich doch für die Winterpause. Ich lasse mir mal so ein bisschen auf meiner Liste drauf. Das als Offensiver ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ausführen. Warte mal. Suche starten. Sowas richtig. Auf Wunschliste und im Transfer. Zentrale Anzeige, ja. Aber ich denke nicht, dass er kommen wird, je nachdem, wie die Dings sein. Wir kriegen nochmal 38, 40 Millionen, dann haben wir sogar 48 Millionen. Ja, mal gucken, was am Ende finanziell rauskommt. So, auf jeden Fall weiter geht's jetzt beim DFB-Pokal. Und da wollen wir natürlich in die nächste Runde einziehen, in Runde 3 einziehen. Und das ist das nächste Transferangebot reingekommen. Okay, für Gott, was? Moment, das war anders geplant, als ich das eigentlich jetzt gerade gemacht habe. Genau, Gottwald, 750.000, ach, ist so was, Nimden. Ein Ex-Neuzugang vom Kaiserslautern, nicht wirklich überzeugt, ist halt leider so. Ja, dauert das gerade, doch jetzt. Kurz mal die Ergebnisse in der zweiten Runde, So, warte mal. Gucken wir uns kurz mal die Partien an. Türkgücü gegen Leipzig, Dritter gegen Bundesliga. Dortmund, Frankfurt, Bundesliga jeweils. Bayern, Düsseldorf, ebenfalls Bundesliga, Zweite Liga. Dann haben wir Augsburg, Hamburg, Köln, Bremen. Oh, alles ganz schlecht. Stuttgart, Gladbach könnte durchaus interessant werden. Wir haben unser Spiel gegen Unterhaching zu Hause. Das ist immer gut. Nürnberg, Berlin. Dann 1000 Wolfsburg gegen Hannover. Die mögen sich ja besonders gerne. Wobei noch schlimmer Braunschweig ist. Leverkusen, Osnabrück, Union. Ja, mal gucken. Das könnten durchaus ein paar Überraschungen da sein. Hoffentlich landen wir nicht darunter, wenn wir wollen nämlich diese Saison den Pokal wieder gewinnen. Was vor allen Dingen auch viel Geld bringen würde. So, geht sofort weiter. So, los geht's. Spiel des Pokals, zweite Pokalrunde. Wir können mal wieder ein bisschen rotieren. Weil, ja, Renno möchte auch gerne mal wieder ein bisschen spielen, das ist klar. Und deswegen würde er heute auch von Beginn an rangehen. Mustafi mal von Anfang an springen. Mercan. Mal rein. Ludewig Verlatzer mal in die Startelf. Mustafi als neuer Kapitän, okay. So. Es ist halt jetzt mal nur ein bisschen durchrotieren. Und dann gehen wir rein ins Ligaspiel.
So. Ja, da war nicht zu halten dran. Ich kriege aber gerade keinen mehr rein. Jetzt. Also mache ich diese Trainingsspielchen immer nicht in die Selten. Ah, C. Ah, egal, alles gut. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Fernsehzuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zum Spiel am heutigen Abend begrüßen. Ich bin Wolf Fuß, ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und wir zeigen Ihnen am heutigen Tage eine Partie aus dem DFB-Pokal. Könnte eine packende Partie werden. Ja, mit der Favoritenrolle ist das immer so eine Sache. Das kann natürlich auch belasten, haben wir schon erlebt. Am Ende wird der Favorit durch diese Rolle dann eher gebremst und dann kann es eine Überraschung geben. Wichtig wird sein, gut in die Partie reinzukommen. Der FC Schalke heute mit einigen Wechseln in der Startelf. Sehen wir ja hier auch gerade. Frederik Renault ist im Tor. Daniel Amati spielt mit Shkodran Mustafi in der Abwehr. Und im Angriff versuchen sie es in dieser Begegnung mit drei Stürmern. So, Spielvereinigung Unterhaching ist der nächste Gegner, wie gesagt, im Heimspiel. Gab es ja schon mal 2001 das große dramatische Finale. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Unterhaching ist sogar jetzt abgestiegen in Liga 4, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Vielen Dank und viel Vergnügen bei diesem Spiel. So, und jetzt geht's los. Spiel der zweiten Pokalrunde. Und das Pokalspiel läuft. Es wird wichtig sein, dass sie gleich gut in die Partie kommen. Ja, das ist halt genau das, was ich meine. Krüger erstmal, ja, der mit dem ersten Pfosten. Aber da läuft auch keiner mit. Piontek, der hat die einzige Spitze gemacht. Und jetzt der Zug nach innen. Ah, schade. Schuss kommt nicht durch. Ja, erste Annäherung. Das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Ah, da leider ein Tick zu hoch gezielt. Aber die Idee, direkt abzuziehen, die war richtig gut. Guter Versuch, hier den Schuss aus der Distanz so zu wagen. Aber das Ding geht drüber. Naja, Ludewig, das war einfach. Ja, aber gegen uns weit vorbei und nicht weit drüber. Aber egal, alles gut. FIFA 22 ist tatsächlich noch nicht angekündigt, aber das werden wir uns dann wahrscheinlich auch irgendwann holen. Aber jetzt erstmal Kontrolle, Konzentration auf das alte FIFA. So, Mustafi. Kein Abseits. Das ist natürlich ein guter Pass. Und jetzt die Chance. Oh, erste Chance. Dann säge ich butterweich mal in die Mitte. Gerade weg. Und da kommt die Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. So. Ballverlust. Ah, Ballverlust in der Vorwärtsbewegung wieder so ein bisschen. Jetzt haben wir ihn. Ball bis jetzt verloren. Und wieder Ballverlust der Schalke natürlich. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge geht's wieder so ein bisschen bergauf. Da ist Platz auf dem Aber jetzt auch zum DFB-Pokal. Der nächste Folgen. Ah, das war gut. Das war gut gedacht. Aber da passt doch der Verteidiger auf. Gelegenheit eben, sieht man ja hier in der Wiederholung auch noch mal. Gute Möglichkeit, aber den Kopfball setzt er daneben. Contact. Eine gute Aktion, aber der Ball ist weg.
Mustafi. Mustafi. Kurze Eck 1-0. Irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Der Verein, der an der Winterpause verlassen wird. Erst können sie sich noch befreien. Aber hier, Haching verliert den Ball und dann läuft er vorbei. Ohne Problem an vier Mann vorbei und haut doch den hinten ins lange Eck. Strafe für den schwachen Befreiungsschlag. Und der Keeper sah auch so gut nicht aus. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Sieht gut aus für die Schalker. Sie liegen vorne. Die Nummer 30. Super, ach, gelöst. Ah, schade. Was so an der überhaupt nie, der da nicht so hinterherkommt. Sie holen sich den Ballbesitz. Piontek! 2-0. Oh, nein! So viel zum Thema 2-0. Da hat er eigentlich Glück gehabt, der Keeper. Das hätte mich das durchaus 2-0 sein müssen. Aber Piontek war endlich gut durchgegangen. Gerade Rebek. Ja, guckt der Ball! 2, jetzt 4-2-0. Und ich glaube, es war jetzt diesmal tatsächlich Kilian Lude. Der jetzt auch, der als Sechser heute spielt. Nö, ist es nicht, es ist Bostuan. Aber schöne Flanke weiter außen durch und dann ohne Probleme. Piontek verpasst noch und dann macht der Bostuan mit dem 2-0. So. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Gutes Ding, Boston. Piontek. Ganz energisch. Piontek, der hat ja eben schon noch die Riesenchance und die jetzt macht dann doch. Der geht flach rein, da war der Torhüter nicht schnell genug unten. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Hier nochmal dieser Treffer. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Ja, erstmal 3-0, ne? Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Endlich mal. Erste Schuss hat er noch vergeben, da dieser Ball an den Pfosten. Ja, und dann geht der mit Tempo da außen rum. 3-4-0 sogar. Und damit steht man in der dritten Runde. Schauen wir uns noch mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Da ist die Flanke und dann ist es einfach nur noch ganz viel Gefühl. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Weil so ein Tor durchaus raus machen kann. Zweites Pokaltor übrigens für ihn. Klar, Doppelpack. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Die Nummer 9, Schuster Piontek. Ja. Nächster Ballverlust der Hachinger da vorne. Schönes Ding. Oh, das ist übrigens genau das Gleiche, was passiert, was vorhin passiert ist. 5-0, Feierabend. Sollte eigentlich voll auf den anderen Stürmer gehen, aber 42. Minute Tor.
dieser Treffer. Da aber es ist genau das Gleiche. Einfach zwei Mann vorne und der Bauer den nur reinzuhauen. Ja. Eigentlich wäre es Mertan gewesen, der eine davor stand. Und macht das Ding. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein. Erstmal den Schritt in die nächste Runde gemacht. Gut eingestellt. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Die Nummer 16. Javairo de Assu. Nächster Wahlverlust, Krüger. Boss Doan und der hat wieder einen Stürmer frei in der Mitte. Oder. Er macht es doch noch. Wieder nur Pfosten am ersten Versuch und in der Halbzeit sogar noch das 6-0. Nochmal das Tor in der Wiederholung, die Flanke kommt rein. Erst die Flanke. Dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Nochmal der Treffer. Spielt Doppelpass mit dem Pfosten. Und dann macht das. So, da erstmal den nächsten Schritt gemacht. Pause. 6-0. Perfekt. 6-0 der Zwischenstand. Richtig gute Partie heute von ihm. Ihm gelingt heute fast alles. Ist quasi nicht zu verteidigen. Nur zweimal Pfosten getroffen, einmal den Kopfball vorbeigesetzt. Aber drei Tore. So, kurz die anderen Zwischenstände. Sandhausen 0-1 und Nürnberg gegen Berlin 1-1. Und hier steht da ja das Ergebnis. Ja, es ist verdammt hoch, ich weiß das. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Der zweite Durchgang läuft und wir sind gespannt, wie sich dieses Pokalspiel weiterentwickelt. Hauptsache, es geht unterhaltsam weiter. Ja. Fuchs. Ist das hier Benny Fuchs? Bist du 3-1 oder was ist das? Oh, gib mir den Typ nicht mehr auf. Manchmal gib mir den Typ nicht auf den Sack. Aber gut, Werbung halt. So, nächster Ball. Ludewig. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für Schalke. Dann geht es auswärts gegen. Oh, das könnte Glück sein, dass es doch kein Abseits ist. Doch, es ist Abseits. Er pfeift doch auf Abseits, weil eigentlich war es keins. Ja, der Pass wäre es gewesen, aber der Ball kam eigentlich nicht kam noch von dem Haarhänger. Ja, dann nämlich die Szene mal kurz weiterlaufen lassen sollen, weil der eigentlich den Ball nach vorne gegrätscht hat, aber okay. In Gladbach ist, glaube ich, so ein Tor gefallen für uns. Da kam der Ball dann noch vom Gegner. Fuchs. Kann er was draus machen? Gut gemacht, Kadra weg. Ah, dann dieser absolut unnötige Ballverlust. Der sollte auch nicht Amatei. Ja, der momentan auch tatsächlich keinen Stammplatz hat. Der lange Stammplatzspieler war und dann. Naja, mittlerweile auch seinen Platz verloren hat. Aber ja. Boss war. Und der Vorteil für Schalke. Tolles Zuspiel. Krüger. Klasse Chance jetzt. Rein ins Glück. Gesamte Abwehr einfach abhängen. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball. Aber auch nur vom Schiri mal. Da hat er nämlich schön den Vorteil laufen lassen. Und dann fiel das Tor. Eingefangen. Danke an die Regie dafür. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Die Nummer 14. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Fuchs. Weg ist der Ball.
Die Rosen. Ah! Ach, ich hatte eigentlich den Ball da hinten ganz sicher. Und dann hauen die den einfach raus und damit ist der Ball wieder weg. Mit dem Einwurf. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Chance zur Flanke jetzt. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Schade. Ja, und das war kein Foul, einfach fair weggegrätscht. Ah, Schiri sagt auch, kein Abseits. Oh, das war knapp. Ja, der erste Ballverlust. Da ist die Flagge. Gute Hereingabe. Und dann Katarame. Nee, Ludewig. 8:0. Nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke und dann hat er Zeit. Dann kann er den Ball annehmen und sich die Ecke aussuchen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Also, auf jeden Fall das Tor erzielt. So, damit ist jetzt auch Wechselzeit. Mal so ein bisschen durchwechseln. Zwei Wechsel werde ich ziehen. Können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten, die Partie ist so gut wie gelaufen. Heute ist nicht der Tag der Überraschungen, zumindest nicht in dieser Partie. Nee, so, Doppelwechsel. Piontek raus. Das muss man dann Ludewig raus. Beide Torschützen. Kennen Sie das Fanradio schon? Den Link gibt es auf unserer Webseite. Schalten Sie so, ein. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Danke. Ja, ich hoffe, dass er mal ein Original Torsch. Oh, das ist wieder so ein blöder Fehler. Glück gehabt, dass da diesmal einer der Stürmer nicht reinlaufen kann, weil das wäre Ding, das wäre Einwurf Schalke. Gefährlich geworden, Latza. Jetzt wäre Zeit für den Latza. Glück gehabt. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Ah, Hein, der auch eigentlich Stürmer Nummer 1, Kaderabek. Verliert. Ah, schade, gut gemacht. Zieht in die Mitte. Blockt den Schuss erstmal ab. Klar, das muss hier jetzt einen Abstoß geben. Abstoß, okay, kann ich mal Ecke. Also, der Rondo hat momentan keinen. Hat einen ruhigen Nachmittag. 6 Minuten haben wir hier noch. Und da ist der Ball wieder weg. Und gib ihm! Oh, wunderbarer Ball auf. Krüger, der kommt weit, Del Rosso, der muss den eigentlich nur reinnicken. Macht den. Abseits. Okay, damit ist es halb so schlimm. Das Spiel ist durch, da lege ich mich fest und sie gewinnen hier dann auch verdient. Sie waren einfach überlegen. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Könnte was werden, guter Pass. Ja, wieder. Gefährliche Szene. Und damit ist Feierabend. Und das war's für heute. Hauptsache dritte Runde. Runde. Nach dem 6:0 zur Pause ich dachte, jo, das wird hier zweistellig. Aber dann wurde es nur 8:0. Kannst du mich noch aus der Tore durch Rosen und durch Ludwig. Und damit war das Thema gegessen. Nein, nicht Boston war schon. Boston, oder? Hey, der Rosen und Ludwig, ja, die haben nämlich auf den Doppelschlag gemacht. Ganz energisch. Jetzt ist der Platz da. Sie machen das Tor. Der geht flach rein. Da war der Torhüter nicht schnell genug unten. Ja, starker Pass. Alles frei.
Da war sie aber dran. So, damit ist das Pokalspiel schon mal überstanden. Man steht in der nächsten Runde. Das ist das Wichtigste. Haben wir irgendwo eine Überraschung? Gut, dann haben wir noch nicht angepfiffen. Aber ja, da oben ist nur als Vierte gewonnen. Und ich glaube, Hertha hat in Nürnberg gewonnen. Gut, dann. Oh, David. Nächste Gegner ist übrigens Köln. So. Warte mal, Moment, da wollte ich gerade was gucken. Da ist nämlich noch was reingekommen. Okay, zu dir Preis geht nur 300.000 für die erreicht das der dritten Runde. Klar, den Pokal können wir noch ein bisschen Kohle generieren und damit weiter die Richtung Neuzugänge denken. Gut, damit ist einmal Feierabend. Wir sehen uns am 10. Spieltag wieder im Spiel morgen und ja, bis dahin und tschüss.